Brahms habe ich auch als erstes schon in meiner Kindheit gespielt. Das war das erste größere Violinkonzert, was ich gespielt habe. Und es war eigentlich schon von früher immer mein Traum, es einmal auch einspielen zu dürfen. Und nachdem ich auch jetzt viel Kammermusik gespielt habe von Brahms, ist mir das so nah wie noch nie. Picasso hat gesagt, ein Künstler verbringt sein Leben in dem Versuch, einen perfekten Kreis zu malen. Und sein Charakter, seine Kunst zeichnet sich in den Abweichungen. Weil Brahms so exakt schreibt, weil er so eine Vorstellung von Form und Struktur hat in seiner Musik, muss man nicht abweichen. Was schwer ist, ist das wiederzugeben, was einfach auf der Seite steht. Selber die Materie zu greifen. Mhm. Ja, sonst ist es schwer, eine Aussage zu machen. Das andere beeinflusst einen, ob man es will oder nicht. Und ganz ehrlich, könnte ich es wie Heifetz und Oistrach und ich weiß nicht wer noch, ich könnte es ja auch nicht. Ja, ich kann so spielen, wie ich bin. Das sind halt natürlich, das sind Vorbilder und die hatten auch Vorbilder. Das ist schön, aber eigentlich Partitur, Brahms, was sagt mir das? Was bedeutet mir das? Was mich interessiert für das Orchester, ist das, was wir in dieser Aufnahme sehr erarbeiten können. Dass man, auch wenn man symphonisch spielt, kammermusikalisch agiert. Also ich persönlich sehe den Erik, wenn wir musizieren, nicht als Bruder, sondern wirklich als Kollegen, als Musikerkollegen. Und ich versuche einfach zu empfinden, was er fühlt, was für eine Intensität und auch Dramaturgie er mir durch Impulse wiedergibt. Genau, also wir werfen uns den Ball zu und keiner von uns versucht, dem anderen zu zeigen, wie man den Ball wirft, sondern man muss sich darauf einlassen, auf den anderen. Und das ist bei uns durch unsere auch kammermusikalische Erziehung natürlich ganz stark ausgeprägt. Auf der gleichen Wellenlänge sein wie bei kaum einem anderen Konzert. Und insofern ist eben diesen Bezug, dass wir uns gut kennen, dass du das Orchester gut kennst, dass ihr Bruder seid, das ist extrem wichtig bei dem Konzert und hoffentlich auch ein großes Gewinn für das Ganze. Das Schönste, was passieren kann, finde ich auch, was ich hoffe, dass das bei der Aufnahme gelingt, dass sich alle einfach dieser Musik hingeben. Also hingeben, ja. Und einfach es genießen, was eigentlich wie
groß das ist, ja? Wie wunderbar. Mhm.